Hallo ihr Lieben! Hallo! Heute probieren wir zum ersten Mal die Tokyo Treat Japan Candy Box. Lassen wir uns überraschen, was da rauskommt. Candy Gifts. Gift! Oh mein Gott! Fun and tasty Japanese candy! Tokyo Treat Januar. Ja. Steht da drin, was drin ist? Ja. Okay. Aber ich will da jetzt nicht reinschauen, sonst weiß ich ja gleich, was kommt. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Lass mal zeigen, Milay. So schaut's das aus. Das ist rote Paprika. Die holen wir jetzt mal alle raus. Oh mein Gott, ist da viel drin. Oder sollen wir es einzeln ausholen? Ich würde einzeln raus. Also, einzeln. Ich will anfangen. Milay darf anfangen. Aber liegt jetzt. Nimm's von oben weg oder was? Genau. Dann nehme ich jetzt so ein. Soll ich das auf die Seite legen? Da ist eine Katze drauf. Genau. Eine Katze? Und das sollen so welche. Aha. Irgendwas von Karamell steht da drauf. Karamellkorn steht da drauf. Ah. Ich glaube Popcorn. Kann das sein? Ja, Popcorn mit Karamellgeschmack. Ich weiß es schon. Wie immer halt. Guck mal auf. Ja. Papa, lang mal bitte da hinten zur Schere, da hinten. Also jeder kriegt es. Jeder kriegt erstmal eins. Riech mal. Ja, ich wollte halt zeigen, wie sie ausschauen. Sie sehen aus wie Flips. Riech mal. Lecker. Kann gleich noch mal, gell? Ja. Süß. Jetzt ist süß. Sehr süß. Karamellig. Mhm. Aber ist kein Popcorn. Nein. Wie Flips ist. Wie Flips, genau. Mhm. Das schmeckt lecker. Mir ist es viel so schauen sie aus. Mir ist echt süß. So. Cool. Also mir schmeckt's. Nächstes ist Mama. Ist schon mal. Mama. Daumen nach oben. Mir war es ein bisschen zu süß, aber hat lecker geschmeckt. So, ich hol mal was raus hier. Und zwar den Candy-Kit, wie immer. Zum Basteln. Das haben wir noch nicht. Wir haben, glaube ich, 15 Stück da oder so, aber das haben wir noch. Habe ich auch gemeint, deswegen habe ich es jetzt mal raus. Ah, da können wir wieder basteln. Oh ja. Pokémon. Oder Pokémon. 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 Der Pikachu. Der Pikachu. Ich kann mich noch an den Pikachu gut erinnern. Oh oh, Traubengeschmack, den will ich nicht. Oh, Papas Lieblinge sind da drin, stimmt. Nee, schau mal, welcher Traubengeschmack ist, dann gibt man dem das gleich. Ja. Ha, Willi hat's schon raus. Der Lilane. Nein, ich will nicht. Doch, Lilane ist Traubengeschmack. Doch. Nee, ich mag den Traubengeschmack nicht. Ich nehme den blauen. Was ist das? Das ist keine. Du nimmst doch, das ist tatsächlich Traube. Guck mal. Ich will nicht. Das ist Traube. Ich will blau. Das ist Traube. Dann nehme ich halt Cola. Toll, jetzt hast du Cola verpasst. Und ich nehme. Was ist das? Und da oben sind Bonbons dazu. Ah. Ach, nee. Nein, Schatzilein. Da sind die Bonbons drin. Zeig. Schauen die aus? Aha, habe ich doch gesagt. Also zeig jetzt mal so. So Pastillen. Lutschpastillen. Ja. Glauben, Zucker oder wie sie? Ich hab schon rein. Oh Mann, das sind sauer. Riech mal. Nicht mal meine. Gleich sauer, ja? Meine ist nicht sauer. Mama, riech meine mal hat Ananas. Mama, riech mal meins. Mhm. Meine ist gut. Okay. Viel Traubenzucker, finde ich, oder? Traubenzucker. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Cola, Traube, Ananas. Das wissen wir nicht, oder? Sieht wie Apfel drin? Aus. Was ist das? Das da? Keine Ahnung. Mach was. Schmeckt's? Und was hast du? Sorry. Bin da nicht so gut. Das ist Mamas. Das ist meins. Was ist deins, Milay? Das. Mhm. Das ist meins. Brause? Muss ich das jetzt auch noch essen? Das ist meins. Ah, das ist ja, Mamas. Ich weiß gar nicht, was das riecht. Das ist alles. Du hast ganz weiße Lippen. Ja. Ja? Ich find's auch gut. Gut. Ja. Traubenzucker. Traubenzucker. Papa,
hab schon. Wenn mal der Blutzuckerspiegel fällt. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Scharf. 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 Lesen kann ich gar nichts. Lassen wir uns überraschen. Scharf, scharf, scharf. Ich tu mal hier im Aufräumen. Ich mir das mal ein Tiefchen. Ich brauch das Tiefchen. Ah, jetzt schade, ich muss schon alles essen. Mir schmeckt alles. Chips. Chipsringe? Chipsringe, ja. Ich will auch. Ja, Milena. So scharf ist es. Ja, es ist scharf. Also, auch gleich beim Raus. Meine Zunge! Das ist Traubenzucker. Erstmal bleib am drauf, weil nicht scharf. Ja. Aber also das mag ich gut. Auf Dauer wäre es mir auch zu scharf ein bisschen. Ja. Also ich mag scharf sowieso nicht so. Ja, also wenn man drei gegessen hat, boah! Boah! Ich sag's euch, gar nicht essen. Wenn man drei gegessen hat, dann wird's. Wie richtiger Peperoni. Oh. Oh mein Kopf. Vom Geschmack her gut, ja, ich würde sagen. So. Chili. Chili Purstes. Oh, tatsächlich. So, vielleicht. Ja, vielleicht mal was Süßes für die Mama raus. Hol für die Mama was Süßes raus. Lecker. Oh, was zu trinken. Oh. Und gleich in Pink. Na, probieren wir es mal. In Rosa. Ich lasse hier aus. Hoffentlich hast du es nicht geschüttelt. Wow, mein Mund brennt. So, dann test mal. Darf ich testen? Der riecht mal. Was riecht der? Der riecht nach. Der riecht echt nach Bier. Aber ich glaube nicht, dass das Alkohol ist. Ja, mit Sicherheit nicht. In der Candy Box wird kein Alkohol drin Nein. sein. Nie im Leben. Hast du einen? Nee. Ich trinke über. Was ist das? Das ist ja weiß. Sorry. Boah, das ist nicht ich gehe aus dem Bild. Sorry. Ich trommel jetzt schon gar nicht mehr. Sorry. Die anderen spucken hier und ich soll es jetzt noch testen. Also nicht Papa, unser Geschmack. Sonst kriegst du eine Strafe von uns. Litschi, oder? Ne? Irgendwas mit Litschi, aber komische Masse. Du kannst das trinken. Das ist wie, ich habe gemeint Molkeart. Ich hätte jetzt gesagt weiße Karamals. Komische Masse, ja. Also, ich kann es nicht beschreiben, schmeckt aber. Das erste Mal, dass ich von der Box nichts essen, also schlucken konnte. Das war jetzt echt nicht mein Geschmack, sorry. Also bin ich. Oh, jetzt gebe ich schon wieder den Millet. Also, Mamma Mia! Mamma Mia! Ich habe was gewunden. Ich glaube, das ist eher mal so wie Anuta. Oh ja, euch darf ich es zeigen. Ist das Essen? Nein, ihr zeige ich es nicht. Nein, das ist zum Essen. Schaut sie, gell? Ja, jetzt mach schon mal. Okay, dann mach ich es halt auf, bitte, wenn ihr das unbedingt wollt. Schau mal, die Millet an, die fällt gleich rein. Ich ärgere die Millet zu Tode. Lecker. Woher weißt denn du? Ach, da hast du es am Bild. Da war ein kleines Bildchen auf der Seite wie Hanuta. Da steht Lotte drauf. Lotte. Lotte. Ja. Beiß mal ab, ich will auch. Mmh. Mmh. Ja. Lecker. Schokolade, wie sagt man da? Waffel. Waffel mit Schokolade. Genau. Mhm. Geht aber eher so knoppersmäßig so ein bisschen. Knoppers hat aber Milch mit drin. Ja. Ja. Knoppers Hanuta-Mischung. Knoppers Hanuta-Mischung, ohne Nüsse. Genau. Aber schmeckt gut. Der ist jetzt gut gewesen. Die Waffel ist etwas größer wie beim Hanuta. Ja. Ich finde sie gut. Perfekto. Wer ist dran? Aha. Der Meister ist dran. Der Meister, der Also ich nehme jetzt gleich mal kurz das raus und noch ein zweites. Und dann haben wir drin. So, das ist wieder ein Die Candy Kit. Haben wir den schon? Den habe ich schon. Aber nicht gemacht. Also in der Tokyo Treat Box, so viel auf der Webseite steht, sind immer zwei so Japan Candy Kits drin. Hat man also noch auch, ja, ich sag mal so,
eineinhalb bis zwei Stunden Spaß mit den Sachen, finde ich ganz cool. Ja. Und die kann man ja dann auch noch essen. Genau. Macht dann richtig Spaß, so ein bisschen habe ich gefunden. Kochen. Ja. Und das ist wieder... Was ist das? Pokémon. Ist da was drin? Pokémon. Wir sind alle so neugierig. Ist da was drin? Ja, Karten. Pokémon-Karten. So Zungendinger oder so, Tattoos oder sowas? Ich weiß es nicht. Kommt noch was aus. Ein Kaugummi. Ich nehme den. Oh, meiner. Und, ich darf eh kein Kaugummi kaufen. Aha, ein. Egal. Ich darf es nicht mal, das bleibt in meinen Zähnen kleben. So, was ist aus? Das sind zwei große, also ein großer Sticker und ein Sticker-Mosaik sozusagen. Aha. Mit 16 Teilen, den kann man dann zusammenkleben. Aha. Und gibt dann ein Bild. Nicht nur. Und Milene isst mein Kaugummi. Und wie soll ich jetzt sagen, wie er geschmeckt hat? Erstmal auch mal alle, Milene, komm. Und wie schmeckt er? Riech mal. Bestimmt mit Traubengeschmack. Sauer. Das sieht ja ganz recht, wenn du mein Kaugummi isst. Das war die Strafe dafür. Etchi, betchi, etchi, betchi. Okay, Milene, komm wieder dran. Ich will nix sowas. Nix sowas? Dann nimm halt was anderes. Dann nimm mal, komm. Nein, das ist okay. Der einzige Kunde. Bin ich gespannt. Oh Gott. Da ist so ein Fisch drauf. Ein Fisch? Der hat da Schwimmbögen. Schwimmbögen? Ein Fisch mit Schwimmbögen, Leute. Habt ihr sowas schon mal gehört? Schuppen. Milets Sprache ist das. Manche nennen das auch Schuppen. Ui, ja, zeig mal, bevor es abbricht. Das ist cool. Das darfst du Mama aber nicht geben. Die mag sowas nicht. Da ist Schoko drin. Echt, ist da Schoko drin? Will haben, will haben, will haben. Der ist auch Papa. Oh, lecker. Luftschokolade. Luftschokolade. Mmh. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal, gell? Mit so einem Bären, glaube ich, oder so. Mhm. Also außen Waffel, innen Luftschokolade. Mmh, gut, das gell? Ist was für meine zwei Frauen hier. Ja. Aber schmeckt echt gut. Perfekt. Und nächstes. Maiko. Oh, du bröselst hier alles voll. Unser Tisch ist voll. Ja. Gut. Gut. Ja. Aua. So, mach schon. Jetzt auch mal was raus. Ja, ich mach ja schon. Ey, die bringen ich will das nehmen. Ja, hast du Pech gehabt? Zu spät. Hättest du vorher nehmen können. Was ist das? Aber du wolltest ja deinen Fisch mit. Schatzi, was kann das sein? Das sind so Ringe. Wieder Pokémon oder sowas? Ja, irgendwie schon. So komische Tiere irgendwie da drauf. Mama schon. Was ist das? Chipsmäßig. Boah, der riecht nach Curry. Curry? Magst du so Curry? Nein, eigentlich nicht. Chips mit? Tatsächlich, Curry. Ja. Meist Chips, glaube ich. Ja? Aber schmecken jetzt gut. Aber schmecken gut. Das schmeckt schon. Ich muss ehrlich sagen. Hm? Was die Packung aus? Gib mal eine Menge. Ja. Hab die Packung versteckt. Mhm. Ja, gut, gell? Langsam wird scharf im Mund. Echt? Mhm. Überhaupt nicht scharf. Nur Schärfe. Mhm. Nee, bloß gut. Das wäre jetzt echt gelogen. Und was war da noch dabei? Katzi, was ist das? Ist da noch Pulver drin? Nee, zeig mal Papa. Einfach mal aufmachen. Da hat es noch so ein kleines Päckchen drin. Ja. Schau mal da rein, was da noch versteht. Schau mal da rein. Nein. Doch, kein Pulver. Sammelbildchen oder sowas. Gut. Ich habe noch kein Abendessen gegessen. Ah, Sammelbällchen von dem Bärchen hier. Okay. So. Weg. Komme ich jetzt noch? Bewerten? Haben wir schon bewertet? Ja. Haben wir schon. Oh. Oh, das ist. Ui. Schocki. Das nehme ich jetzt der Mama weg. Pocky Schocki. Ja, hat man gedacht, ihr habt mir das echt aufgehoben. Sogar Millet hat es sich genommen und hat es nicht genommen. Und jetzt mit dir. So schaut's aus. So Mikado-Stäbchen mit richtigem Kakao, glaube ich, außen drauf. Mhm. Haben wir nicht sowas Ähnliches gehabt? Lecker. Der Abend ist gerettet. Aber die anderen haben Hunger. Die
anderen haben Hunger. Oh ja. Hey, ich will von heute ein ganzes. Von den Schokoladen, Mikado. Oder Mikado, gell? Ja. Dass die dir das was Falsches erzählen. Also richtig schokoladig. Mhm. Nee, steck mal das eine bitte zurück. Das dauert so lange, du kannst nachher noch essen. Oh. Wir werden. Warum? Die sind mir zu schokoladig. Zu kakaoig. Männer mögen. Ich mag Zartbitter auch nicht so. Ich mag eher Vollmilch. Ist mir ein bisschen ich habe kein Zartbitter. Zu schokoladig. Frauen mögen halt Schokolade. Männer mögen Chips. Das schon was. Oh Gott, bitte kein Kaugummi. Oh, da gibt's hier Kaubonbons. Entschuldigung. Okay, lass mich überraschen. Mach mal auf. Wir sind alle so neugierig immer. Also nicht sagen, wir sind gierig oder so, aber wenn man was Neues so in die Hände mach schon. Kriegt, da ist jeder neugierig. Hey! Hey! Kaugummis. Sind das Kaugummis? Ja. In Gelb, in Grün, in Blau, in Silber. Silber und in Rot. Mhm. Und Papa, ich weiß eh, was der für eine Farbe ist. Er liebt Gelb. Nein, ich nicht. Du musst aber Gelb nehmen. Aber da esse ich halt Gelb. Und ich darf entscheiden. Ich hätte jetzt rot oder blau genommen. Machst du mal auf? Du kriegst halt nichts, mir doch egal. Le, mach mal auf, bitte. Und die Bilder, kann man die dann irgendwie sammeln oder so? Schätze ich mal. Ich habe mal wieder den Pikachu von Pokémon. Und da ist ein anderes Bild drauf. Zeig mal, wie der riecht. Ja, riechen tut er voll. Le, ihr tut voll gut riechen. Und was hat... Ich weiß nicht, ob man die sammelt. Aber die schauen auf jeden Fall cool, ganz cool aus, eigentlich die Bilder hier. So, und? Wir wissen, wie Papas riecht. Genauso wie ihr es, oder? Ja, alle gleich. Ja, riechen tun sie gut. Unterschied ist Ananas, glaube ich, alle. Das Bild auch. Da ist so eins. Ananas? Mhm. Auf der Packung war Ananas drauf. Ananas-Kaugummi. Ananas-Kaugummi. Habe ich auch noch nie gegessen, Ananas-Kaugummi. Nein, ich auch nicht. Ich glaube, bei uns Deutschland Ananas-Kaugummi. Ich mag nicht so Küche. Keine Ahnung. Ich hab da nichts so mit Kaugummi. Nein, Kaugummis. So süß, das kann ich nicht runterkauen. Seit wann das? Das ist ja so süß. So, ich bin dran. Alles gut, Meter lang. So. Also vom Geruch her war er gut. Ich habe nur dran gerochen. War schon gut. Das ist ein Geschmackstest und kein. Ja, Entschuldigung, ich kann kein was Klebriges gerade. Sorry. Ach so, ihr wisst ja schon. Spange. Ja, wegen der Spangen. Das ist gerade sehr störend bei mir. Hier haben wir. Schokoballs, klein, groß, weiß ich nicht. Machen wir mal auf. Was für Riesenbollen. Riesenbollen, wie heißen die bei uns? Ach man, gibt's da hat es Erdnüsse. Erdnuss? Erdnuss gibt es, glaube ich, Erdnuss bei uns. Erdnuss ist gut. Ich hab mir gesagt, das ist Erdnuss. Ich hab gesagt, und eine Waffel noch zwischendrin. Tatsächlich Erdnuss, oder? Ich zeig's euch mal. Ich muss aber die anderen zwei jetzt zudecken hier. Seht ihr es? Ja. Erdnuss, Waffel und Schoko. Schmeckt lecker. Viel Schokolade diesmal. Ich mach noch eins. Lecker. Ja. Das war, ich bin der Meinung, das war Spitze. Genau. Der letzte können Papa. Juhu. Ja, was zum Spielen? Was Papa kennt sich ja gut aus mit Spielzeugen. Monster Collection. Deswegen kriegt er es. Seht ihr es besser? Was ist das? Was machen wir mit dem? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist auch Augen. Okay. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Hüpse. Und was macht der jetzt da? Der dreht sich im Kreis. Wir haben mal wieder keine Ahnung. Das ist auch von Pokémon. Motto Pokémon war das. Best Wishes. Und keine Erklärung, nichts. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da ist so ein Zahnrad dabei. Ohne Funktion. Ich stell ihn mal drauf. Kann man auf jeden Fall mit anderen Figuren zusammenpuzzeln wahrscheinlich. Und dann stellt man den halt da drauf. Ja. Ja.
Ich weiß nicht anders. Keine Ahnung. Und Made in China. Genau. Ah. Das ist doch eine Japan-Box, habe ich gedacht. Und ich sage genau. Okay. Also so schaut er aus. Unser Monster. Schöne Figur, finde ich. Die Eltern. Da gibt mir jetzt keine Bewertung ab, ich weiß nicht, wer es schmeckt. Was? Kung Fu Panda? Ja, irgendwas, sowas macht der doch, so macht. Keine Ahnung, was der da macht. So. Ja. Keine Ahnung. Der hat vier Finger. Der hat ja auch bloß drei Finger, oder? Genau, mehr kann er ja auch nicht. So, das war unsere erste Tokyo Treat Box. Fand ich eigentlich sehr super, muss ich sagen. Mhm. Außer das Chili. Oder? War jetzt gar nichts dabei, was mir gar nicht geschmeckt hat, so richtig. Oder? Aber beim nur das Trinken halt. Ja, genau, das war eklig. Ja, das aber alles andere muss ich sagen, ich war diesmal recht zufrieden. Genau. Also und ich. Die Candy Kids, cool. Und ich finde das Trinken und das Chili am blödesten. Ja, Chili ist scharf. Aber nasch. Ist ja normal. Aber nebenher so immer reinfassen. Und schreien wir. Okay. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Tokyo Treat Box kommt jetzt öfters. Werden uns wieder viele Fragen erreichen, wo man die denn bestellen kann. Wir setzen dann einen Link in die Infobox. Mhm. Also dann, tschüss. Tschüss. Aber abonnieren.